Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Tech Tutorial. Heute mal so ein bisschen ein Setup, könnte man sagen. Und zwar sind wir hier in Blockbench drinne, wo ich einfach mal durch die ganzen Einstellungen durchgehe und quasi ein bisschen was erkläre, ein bisschen was erzähle. Und wenn ich die quasi nützlich finde, dann schalte ich sie an. Wenn ich sie nervig finde, schalte ich sie aus. Und ich will euch einfach mal mitnehmen. Ich empfehle euch sowieso, guckt selber nach, ja, testet alles mögliche aus. Das hier ist quasi nur meine Meinung. Das heißt, davon ist quasi, muss nichts wert sein, ja, ihr könnt es natürlich für wert halten, aber muss nicht sein. Jedenfalls, wir gehen hier auf File, auf Preferences, auf Settings und ihr seht, das war direkt Englisch, das heißt, das schalten wir einfach mal auf Deutsch, ja. Damit auch wirklich alles verstehen, wenn ihr etwas jünger seid, dann sind quasi alle Texte auf Deutsch, damit auch ihr das locker verstehen könnt, dafür mache ich das, ja. Username, ein Nutzername. Tippen wir einfach meinen Namen ein. So. Und damit haben wir den Namen. Streamer Mode. Nö, ich bin gerade nicht dabei, irgendwas Geheimes zu verdecken. Jedenfalls müssen wir quasi Blockbench einmal neu starten, damit die Sprache geändert wird, damit wir die Einstellung richtig lesen können. Also wir gehen einmal auf Close. Gehen hier mal raus. Halt mal kurz gedrückt, sagen App-Info. Und in dem Fall ist es Opera, weil es eine Web-App ist. Aber wir sagen hier einfach mal Stopp erzwingen. Genau so, dann wird es quasi gestoppt und wenn wir es neu öffnen, dann wird quasi Blockbench neu gestartet und dann werden die Änderungen gleich angenommen. Ja? Das dauert natürlich ein bisschen, schließlich haben wir es geschlossen, also muss man ein bisschen warten. Kann man so eine kleine 8 hier malen, während man wartet. Dauert schon ein bisschen lange, ich habe es nicht so lange in Erinnerung. Ah, da haben wir es, sehr schön. Schnelle Einstellungen, die machen wir mal alle kurz weg. Das machen wir auch kurz weg. So, Dateien, Einstellungen, Einstellungen. Und jetzt ist alles auf Deutsch, beziehungsweise fast alles. Gehen wir mal zur Benutzeroberfläche, Gerätemodus. Ich empfehle euch, das auf automatisch zu lassen. Man kann es auf Desktop, auf mobiles Gerät machen. Aber an sich, bei mir hat es funktioniert. Wenn es bei euch nicht funktioniert, dann ja, könnt ihr ändern. Tab-Leiste automatisch verstecken. Die Tab-Leiste verstecken, wenn nur ein Tab geöffnet ist. Wenn ihr quasi mehrere Modelle macht, dann wird oben eine Leiste angezeigt, wo ihr zwischen den Projekten wechseln könnt. Wenn ihr es ausmacht, wird die quasi immer angezeigt. Ich lasse es an, ich bin hier auf Mobile, der Bildschirm ist relativ klein. Da muss man quasi um jedes kleines bisschen Platz kämpfen, was man bekommen kann. Daher mache ich das so. Verankerung der Seitenleiste, die würde ich auch einfach so lassen. Quasi wenn man die Tools hat, zum Beispiel im Modellieren-Modus, dann werden die hier auf der rechten Seite angezeigt. So verschieben, vergrößern, rotieren und so weiter und so fort. Das kann man verändern. Ich bin an rechts gewöhnt, ich lasse es einfach so. Splash-Bild immer anzeigen, ihr habt das eben gesehen, der Zug, der da war. Mich stört es ein bisschen, ist natürlich wunderschön, ja. Ich sage nicht, dass es hässlich aussieht, aber mich stört es ein bisschen, dass es die ganze Zeit angezeigt wird. Man muss immer wieder auf X klicken oder runterscrollen, daher mache ich das so. Größe des Angelpunkts und Größe des Achsenwerkzeugs lasse ich einfach so. Ich habe damit bisher nicht rumgespielt, ich wüsste auch nicht wozu. Das ist dann so eine Einstellung, die einfach, keine Ahnung, die Kirsche auf die Torte draufsetzt. Keine Ahnung, ob das so ein Sprichwort ist, aber naja. Jedenfalls, ich lasse es einfach so, wie es ist. Bewegungspfade, wenn ihr quasi einen Block, einen Würfel habt und den durch die Gegend verschiebt, dann wird der ursprüngliche Ort quasi noch angezeigt und dann werden so einzelne Zwischenschritte, die es gibt, auch angezeigt. Also, ich lasse es einfach mal so. Durchscheinende Auswahl, zeige Auswahl durch Objekte hindurch an. Wenn ihr einen Würfel anklickt, dann gibt es so einen blauen Rahmen außenrum. Wenn es anmacht, ist der Rahmen auch hinter dem Block ist, durch den Block sichtbar. Ich lasse es einfach aus, ist relativ egal. Outliner-Farben, Farben von Elementen und Gruppen im Outline anzeigen. Finde ich ganz nett, wenn ihr quasi mehrere einzelne Blöcke habt, beziehungsweise einzelne Würfel habt oder einzelne Gruppen. Dann werden die eben farblich, je nach Gruppen, unterschiedlich farblich kodiert. Kann man dazu sagen. Und ich finde es ganz nett. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber kann nicht schaden. Das hier schalte ich aus. Vorschau Schachbrettmuster. Das stört mich ziemlich. Ihr habt ja die Vorschau, habt den Würfel und im Hintergrund ist einfach konstant wie so ein, wie wenn es so ein Fehlerbild beim Fernseher gibt. Einfach so schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Einfach so ein Schachbrettmuster die ganze Zeit. Mich stört es ein bisschen, deshalb mache ich es aus. UV-Fenster, Schachbrettmuster. Ist im Grunde genau dasselbe, daher mache ich das auch aus. In dem Fall ist es quasi nur für die Texturen, die Vorschau
und nicht für das Modell, aber in dem Fall genau dasselbe mache ich auch raus. Dann haben wir die Vorschau, gehen wir wieder nach oben. Helligkeit lasse ich einfach auf 50, man muss es ja nicht übertreiben. Schattierung empfehle ich euch, ja, sonst ist quasi immer alles konstant eine Farbe. Das macht es auch so ein bisschen realistischer, Minecraft-ähnlicher, könnte man sagen. Also ich lasse es so. Kantenglättung, ja, habe ich nicht so eine große Ahnung, was damit gemeint ist. Daher lasse ich es einfach in Ruhe. Sichtfeld packe ich auf dasselbe, wie ich es in Minecraft habe. In Minecraft habe ich es auf 80,4. Hier mache ich es einfach auf 80. Also ein bisschen höher als der Standardwert, fast das Doppelte, aber egal. Kameraabschneideebene, minimale Entfernung von der Kamera und dem Renderort eines Objekts. Höhere Werte verringern Z-Fighting. 1 ist der Standardwert. Wenn man quasi sehr, sehr nah an ein Objekt ranzoomt, dann kann es sein, dass er einfach durchgeht. Und das ist quasi der minimale Abstand, den man davon haben muss. Und ich habe es gerade kaputt gemacht. Stark. Machen wir es einfach wieder weg. Wieder auf 1. Ich würde es einfach so lassen. Am Ende mache ich irgendwas kaputt. Deshalb, ich lasse es einfach so. Sichtbare Seiten auswählen, welche Seiten einer Fläche gerendert werden. Man kann es auf automatisch lassen oder auf außen. Innen und außen würde ich eher weniger empfehlen. Stellt euch mal vor, ihr habt so ein gigantisches Modell mit tausenden Würfeln. Und wenn ihr innen und außen sagt, dann werden halt, wie gesagt, tausende Seiten gerendert und dann kann das eben laggen. Ich lasse es einfach auf automatisch und an sich, ich werde hier in dem Tutorial nicht allzu komplizierte Modelle machen, damit ihr auch hinterherkommt. Und ja, ihr könnt dann die so komplex machen, wie ihr wollt. Ich werde es nicht machen, also egal. Hintergrund rendern. Aktualisiert die Vorschau, während das Fenster nicht fokussiert ist. Wenn ihr quasi irgendeine Änderung vornehmt, zum Beispiel die Textur bearbeitet im UV-Modus, dann könnt ihr die quasi dort bemalen und es wird direkt auf dem Modell dargestellt. Ich lasse es einfach mal an. Auch wieder, wenn ihr ein sehr großes Modell habt, wo das sehr oft verwendet wird, kann es ein bisschen laggen. Aber ich lasse es einfach so. FPS für animierte Texturen. Ich werde kaum Animationen anfassen, also lasse ich das einfach so, wie es ist. Genauso wie mit Partikeln oder Lautstärken. Das sind einfach so, ja, auch wieder Sachen, die man nicht unbedingt verändern muss, um wirklich was draus zu machen. Ich lasse sie einfach so. Skin für Anzeigeeinstellung, Spielerskin, der für das Referenzmodell in dem Anzeigeeinstellung verwendet wird. Ich werde keine Skins machen, ja, das könnt ihr ruhig selber ausprobieren. Ich werde hier Blöcke und Entitäten machen und, naja, Items, Gegenstände, aber keine Skins, daher interessiert mich das nicht. Bearbeiten, maximale Rückgängigschritte und ihr seht es, 256. Man kann 256 mal zurückgehen, um quasi einen Fehler zu korrigieren. Ich weiß nicht, wann man so viel braucht. Ich meine, selbst, keine Ahnung, 8 würden locker reichen. Ja, ich lasse es einfach mal so. Ist ein bisschen verrückt, aber ja gut. Auswahl aufheben finde ich super nützlich. Wenn ihr quasi einen Würfel angeklickt habt und auf den Hintergrund klickt, dann wird die Auswahl aufgehoben. Und wenn ihr quasi keine mehr, quasi das ganze Modell sehen wollt, ohne den Raum außenrum, ist es einfach nützlich, einfach an der Seite einmal drauf zu klicken und dann war es das quasi. Elemente hervorheben, lasse ich auch einfach so, sie erscheinen heller, wenn man die Maus über sie bewegt oder auswählt. Wie gesagt, einfach so lassen, sie sind dann ein bisschen heller, wenn man sie anklickt, aber an sich ist es relativ irrelevant, ändert nichts am Modell. Spiegeln in den Anzeigeeinstellungen erlauben und da kürze ich mal ein bisschen ab. Achtung, Spiegeln funktioniert nur in Minecraft 1.14 und früheren Versionen. Also lassen wir es einfach direkt. Ja. Außerdem, das ist für Java, Block oder Item-Modelle, also nicht mal für Bedrock, bringt uns gar nichts, können wir einfach weitergehen. Größenbegrenzung deaktivieren, deaktiviert die Größenbegrenzung, würde ich euch nicht empfehlen, am Ende gibt es Fehler und Minecraft lädt das Modell nicht korrekt, deshalb lasst es einfach so. Abstand für Verein von Eckpunkten, ich habe ganz ehrlich nicht eine Ahnung, was Verein von Eckpunkten bedeuten soll, deshalb lasse ich es einfach in Ruhe, damit, wenn ich es dann irgendwann mache, nicht irgendwie eine komische Einstellung habe und nichts funktioniert. Standardmäßiges Verhalten beim Einfügen, immer nachfragen, empfehle ich euch einfach. Quasi könnt ihr es euch auswählen, wenn ihr findet, dass irgendwas von denen interessant klingt, dann könnt ihr es machen. Ich habe ganz ehrlich nicht so eine große Ahnung, deshalb immer nachfragen, klingt ganz in Ordnung. Gitter, empfehle ich euch, lasst es genau so, wie es ist.
Kleines Gitter, quasi einmal ein Pixel. Blockraster, 16x16 Pixel. Genaues Blockraster, vollständiges genaues Blockraster anzeigen. Das ist dann quasi, wenn ihr Modellieren-Modus seid, werden auf jeder einzelnen, auf jedem einzelnen Feld quasi ein Pixel angezeigt. Also jeder einzelne Pixel wird extra markiert. So rum. Klasse ist einfach aus. Blockrahmen, 3x3x3 Blockbegrenzung anzeigen. Empfehle ich euch nicht. Habt ihr die ganze Zeit irgendwie einen Blockrahmen herumschweben? Habe ich einmal ausprobiert, hat mir nicht gefallen. Blockgittergröße, Größe des Blockgitters. Lasse ich auch einfach mal auf 3, habe nicht so eine große Ahnung, was es ist. Malgitter empfehle ich euch tatsächlich auch, das einfach so zu lassen. Wenn ihr quasi irgendwo ein Pixel einfärben wollt, dann wäre es ganz nützlich, den nicht die ganze Zeit quasi zu verpassen und auf einen anderen Pixel zu klicken. Deshalb lasst es einfach so. Und man kann es auch im Malmodus auch ausschalten, also dann kann man das separat machen, wenn es euch stört. Ich würde es einfach so lassen. Bodenebene würde ich auch einfach so lassen, ist nicht was, was man unbedingt braucht. Dann wird halt die ganze Zeit so eine flache Fläche angezeigt. Und wenn ihr unter der Fläche quasi mit der Kamera seid, könnt ihr das Blockmodell gar nicht mehr sehen. Und das stört mich auf jeden Fall, deshalb lasse ich das so. Einrasten, auch wieder würde ich nichts machen, einfach so lassen. 16 Pixel quasi Gitterauflösung, das ist ja Standard Minecraft-Block. Auflösung mit Umschalt, Auflösung mit Steuerung, die habe ich ja quasi gar nicht. Deshalb bringt es mir gar nichts, da irgendwas zu verändern. Ja, Rechteckauswahl. Ich bin hier auf Mobile, ich habe gar keine Auswahl, also bringt es mir nichts. Negative Größe, hoppla. Negative Größe. Keine Ahnung, warum man negative Größe braucht. Egal. Jedenfalls malen, Farbe synchronisieren. Wenn ihr zwei Modelle quasi gleichzeitig erstellt, dann wird die Farbe dazwischen synchronisiert. Ich empfehle es euch nicht, ja. Wenn ihr, keine Ahnung, bei einer Farbe Steinvariation macht und auf der anderen, anderen Modell, keine Ahnung, einen Stamm, dann sind das ja sehr unterschiedliche Farben, in den meisten Fällen. Und dann ist es halt ein bisschen nervig, wenn sich die Farben da alle vermischen. Daher, ich lasse es so. Farbwahlrad, man kann quasi zwischen Rechteck und, also Rechteck plus so eine Leiste oder im Rad und Quadrat wählen. Ich lasse es einfach so. Farbdeckkraft auswählen, das kann man quasi sowieso schon, selbst wenn es ausgeschaltet ist, ich lasse es so. Durch Transparenz hindurchmalen, lasse ich auch so. Quasi, wenn man transparente Pixel hat und drüber malt, dann werden die halt eben überschrieben. Und das kann man übrigens auch wieder separat einstellen, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr das nicht wiederfindet. Pinsel auf Seite beschränken, ist ganz nützlich, wenn ihr quasi am Modell selber malt, dann wird quasi die Seite, die ihr zuerst bemalt habt, ausgewählt und alle anderen sind quasi nicht bemalbar, die sind einfach blockiert. Nur mit Stylus malen, quasi mit einem Stift. Ich habe keinen Stift, deshalb bringt mir das gar nicht. Pinsel-Deckkraft-Modifikator auch wieder und Pinselgröße-Modifikator sind beides mit einem Stift. Bringt mir gar nichts, also kann ich da nicht viel drüber reden. Standardwerte, Quadergröße mache ich einfach mal auf 16, genau so. Das heißt, wenn ihr einen neuen Quader erstellt, einen neuen Würfel erstellt, dann ist automatisch quasi 16 Kubikpixel groß, könnte man sagen. Auto-UV ist immer ganz nützlich, irgendwas automatisch anzulassen. In dem Fall ist es quasi die Verteilung der Blockseiten auf die Textur, dass die quasi gleichmäßig verteilt werden. Dann wird es automatisch gemacht, also ich lasse es einfach so. Neue Elemente umbenennen empfehle ich euch. Ansonsten habt ihr immer so Cube, Cube 1, Cube 2, Cube 3 und so weiter. Wenn ihr euch zwingt dazu, quasi kreativere Namen einzutippen, dann könnt ihr am besten am Ende das übersichtlicher gestalten. Zwingt euch einfach dazu, dann macht ihr das auch und dann funktioniert das auch. Ja. Nur ausgewählte UV-Flächen anzeigen, lasse ich einfach aus. Ich möchte gerne alle Flächen des Blocks sehen, daher bleibt das so. Keyframe-Rate, weiß nicht, ja, Keyframes in der Timeline platzieren lassen, keine große Ahnung, lasse ich so. Einheitliche Skalierframes, auch keine Ahnung. Ja, ich lasse es einfach. Dialoge. Fehlermeldung quasi. Ich empfehle euch, alle anzulassen. Wenn es irgendeinen Fehler gibt, dann wäre es besser, wenn ihr quasi einen falschen Fehler bekommt, als dass ihr keinen Fehler bekommt und dann funktioniert gar nichts. Wundert euch. Ich würde es einfach alles anlassen. Ja. Export. Werde ich tatsächlich auch nicht so viel ändern. Reduzierte Ausgabe. Dann wird alles in eine Zeile geschrieben. Macht es sehr unübersichtlich, quasi wenn man etwas lesen möchte da drinnen, was unwahrscheinlich ist, weil wir machen hier das schon, wir machen hier schon das Modell, aber ich lasse es einfach so. Und
Ja, lass uns einfach. Erstellerkommentar, hey, da können wir doch gleich was anderes eintippen. Jeder weiß, dass es mit Blockbench gemacht wurde, weil jeder Modelle mit Blockbench macht, ja? Dann kann man stattdessen sagen, made by, und dann tippt ihr euren Namen ein und dann wird es hinzugefügt. Bitteschön. So, und das war's dann quasi. Wir können schließen. Und jetzt möchte ich euch noch eine letzte Sache zeigen, die ich sehr, sehr nützlich finde. Wir gehen mal hier einfach auf Bedrock Block. Die Sache ist mehr so, wenn ihr auf Mobile seid, dann ist es sehr, sehr nützlich. Wenn ihr auf dem PC seid, ist es relativ irrelevant. Jedenfalls, wir gehen hier einmal auf Malen, gehen hier weiter nach unten und das hier ist quasi Kopierwerkzeug. Allerdings kann es nicht wirklich kopieren. Stellt euch mal vor, wir erstellen hier einfach eine neue Textur. So, machen wir mal eine leere Textur und erstellen mal eine mit einer konstanten Farbe. Machen wir es so. Nein, okay, dann nicht. Jedenfalls, wir haben hier eine Textur und stellt euch mal vor, ihr wollt hieraus etwas kopieren und in einer anderen Textur einfügen. Wenn ihr auf dem PC seid, könnt ihr es einfach machen mit Steuerungstaste C, Steuerungstaste V. Mobile geht nicht. Ja? Dazu gehen wir hier nochmal rauf und dann können wir hier oben quasi auf Anpassen gehen. Ja? Wir gehen hier mal auf Anpassen und dann können wir die Toolbar anpassen. Wir gehen hier auf die drei Striche und dann suchen wir ein bisschen, zum Beispiel Datei. Dort könnte das zum Beispiel drin sein, in dem Fall ist es nicht da. Das heißt, wir suchen einfach mal nach Kopieren und Einfügen. Und ich glaube, das ist hier drin in Bearbeiten. Da seht ihr Kopieren, Einfügen. Und damit habt ihr es quasi hinzugefügt. Wenn ihr hier etwas markiert, könnt ihr hier auf Kopieren klicken. Wenn ihr auf Einfügen klickt, dann habt ihr es direkt eingefügt. Und dann könnt ihr Teile von Texturen halt von einer Textur in die andere verschieben. Unglaublich nützlich, vor allem wenn ihr auf Mobile seid. PC, wie gesagt, ein bisschen weniger relevant. Aber ich empfehle euch, das einfach mal zu machen. Das ist super, super nützlich. Und ich wünschte, ich hätte viel früher herausgefunden, dass es sowas gibt. Deshalb erzähle ich es euch jetzt, damit ihr auch Bescheid wisst. So, das war's dann im Grunde. Wir können das Projekt hier schließen. Ja, wir schließen es einfach. Und das war es quasi mit dem kleinen Setup hier, was tatsächlich schon eine ganze Weile gedauert hat. Egal. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Beim nächsten Mal werden wir dann Blöcke erstellen. Keine Ahnung, ich werde jetzt hier gleich wahrscheinlich noch ein Setup für Bridge machen, wo ich auch noch die Einstellung durchgehe. Also könnt ihr auch das einfach anschauen. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!